Guten Tag, Bormann, Lehrer in Berlin. Heute geht es mal um die Freiheit. Warum Freiheit? Nun gut, also in letzter Zeit wird ziemlich viel Wind darum gemacht, was alles technisch möglich ist und was nicht. Und da sitze ich als Techniklehrer natürlich genau an der Schnittstelle, die die Menschen interessiert. Und sobald ich darüber erzähle, könnte jemand auf die Idee kommen, das wäre politisch. Es wird dann politisch, wenn man über Einsatzzwecke dieser Technik redet. Wenn ich jetzt mir zum Beispiel überlege, kann ich damit Menschen verfolgen, mit dieser Technik, die ich dort im Angebot habe? Wer darf das tun? Wer darf die Menschen in irgendeiner Weise verfolgen oder auch nicht? Wer darf mir den Mikrochip anbringen? Ja? Jetzt sagen sie, oh, der Spinner, da. Oh, geht doch gar nicht und so, die sind doch viel größer. Nein, nein. 2014 waren die Dinger schon so dick wie ein Viertel eines Haares und sie konnten die schon mit einem Handschlag übertragen. Ja? Einfach mal guten Tag sagen und schon hat der andere einen Mikrochip an der Hand. Wenn Sie jetzt wissen, wer das ist und Sie haben diesen Mikrochip mit einer Nummer präpariert und der rennt jetzt durch die Gegend, dann müssen Sie natürlich aufgrund dieser Zuordnung, um welche Person es sich handelt. Das heißt, damit können Sie natürlich Menschen um die Welt verfolgen, wenn Sie wollen. Diese Art von Mikrochips, die können Sie auch natürlich mit jedem anderen Kontakt herstellen. Ob das jetzt ein Test ist, wie wir sie hier gerade durchführen, diese PCR-Tests, oder ob es eine Impfung ist, oder weiß der Teufel was. Und was brauchen wir in unserer Gesellschaft, damit kein Missbrauch getrieben werden kann? Und die ganz klare Antwort darauf ist Transparenz in der Darstellung aller Fakten. Wir müssen die Fakten auf den Tisch kriegen. Wir müssen darüber reden, weil das ist eine Voraussetzung für eine demokratische Willensbildung, was eben machbar ist und was nicht machbar ist. Und eine Regierung, die einen systematisch belügt und betrügt und hintergeht, wie unsere aktuell, ja? Das behaupte ich einfach mal, weil dafür weiß ich schon so viele Dinge, dass das auch von meiner Seite aus als faktisch belegt gilt. Brauchen wir bloß die Teilnehmer der Querdenker-Demos angucken und die Berichte darüber. Faustdicke Lügen, okay. Ich war ja da, wissen Sie ja, okay. Oder die Kriminalisierung dieser Menschen, die dort waren. Auch unfassbar. Da sind Mamas, die ihre Kinder schützen, vor dem Versuch, ihnen eine Maske umzubinden oder irgendwelchen Dingen. Das sind Versuche, nicht offen zu diskutieren über Dinge. Das sind Versuche, Fakten und Wahrheiten unter den Teppich zu kehren. Und das können wir nicht gebrauchen. Und was wir auch noch brauchen, damit wir in Zukunft keine dummen Überraschungen erleben, das ist einen sehr starken Rechtsstaat, der also auch wirklich handeln kann, der wirklich jeden vertritt, damit auch jeder sein Recht bekommt. Ob das im Moment so ist, mit diesen ganzen Notstandsverordnungen, das ist wirklich Kriegsfall, ja? Notstandsverordnung. Wir sind nicht im Krieg und deswegen muss dieser ganze Kram weg. Ja? Wir haben es auch nicht mit einem Killer-Virus zu tun, wie Herr Streeck gestern Abend nochmal im Fernsehen ganz klar sagte. Und er ist da nicht alleine. Er ist kein Verschwörungstheoretiker. Er ist absoluter Experte auf seinem Gebiet. Und diese Experten, die höre ich mir schon seit Monaten an und von daher können Sie auch mir glauben, dass dieser Notstand, der hier politisch ausgerufen ist, in keinster Weise gerechtfertigt ist. Okay, so. Ein weiteres Thema. Die UN, globale Agenda 2030. Das ist ein Programm, was letztendlich nicht wirklich demokratisch stattfindet. Dazu kann man jetzt stehen, wie man will. Man kann sich das angucken und sagen, das klingt ja alles ganz toll. Das ist ja alles ganz super, was die Jungs da oben machen. Das wollen wir mal unterstützen. Da muss man das aber auf eine Art und Weise unterstützen, wo ich das Gefühl habe, dass der Einzelne noch was zählt.
dass der Einzelne mit seiner Freiheit, die er anstrebt, sich noch als Mensch fühlen kann. Ich habe mein Leben lang darauf hingearbeitet, wirklich ein gutes Gefühl zu haben als Mensch, dass ich selbst handeln kann, dass ich für andere was Gutes tun kann, dass ich unabhängig bin, dass ich selbst mein Geld verdiene und so weiter und so fort. Das geht nur mit Freiheitsgraden. Ja, und deswegen, wenn die Menschen heute mehr denn je das Gefühl haben, ihre Freiheit ist eingeschränkt, dann sollte man das unbedingt ernst nehmen. Ich unterschreibe das, ich kriege kaum noch Luft. Meine Herzprobleme kommen daher, dass ich das Gefühl habe, dass da was völlig schief läuft. Und deswegen ist jetzt mein Thema Nummer 1 Freiheit. Absolut ganz oben auf der Agenda. Ja? Als Techniklehrer. Selbstverständlich, weil die Technik ist das Mittel zur Einschränkung ihrer Freiheit. Und wenn Sie da jetzt nicht aufpassen, dann gehen diese ganzen Digitalisierungsthemen unglaublich nach hinten los. Und wir sitzen nachher als Menschen in einer durchautomatisierten Welt so beschränkt mit unseren Möglichkeiten wie heute die Schweine in der Schweinezucht. Dann wird Orwell Wirklichkeit. Und deswegen treten Sie ein für Ihre Freiheit. Treten Sie ein gegen Beschränkung von Rechten. Treten Sie ein für den Rechtsstaat. Treten Sie dafür ein, dass wir das bekommen, was uns immer schon versprochen wurde. Menschenwürde, Freiheit, Recht und so weiter und so fort. Lesen Sie sich einfach das Grundgesetz durch, da steht es drin und das wollen wir haben. Schönen Tag.